Ich frage mich, wie es Halfdan geht, nun da er auf seinem Thron sitzt. Vielleicht weiß Moira, wo Halfdan jetzt ist. Moira, stimmt etwas nicht? Weine um Nordhymbre. Ist es wegen Halfdan? Geht es ihm schlechter? Sein Herz ist gebrochen. Er ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Nun, da Faravid verloren und seine Brüder fort sind, wiegt er sich in Verfolgungswahn und Trauer. Ich könnte mit ihm sprechen. Wo ist er jetzt? Er läuft durch Pichiringas Felder mit seinem geliebten Beonton. Ich finde ihn. Danke, Moira. Pichiringa ist im Osten. Folge einfach der Straße nach Skadabor. Wir brauchen den glorreichen Halfdan zurück. Stark und sicher. Ich darf mich nicht sehen lassen. Eine Kapuze wäre gut. Fischhändler können keinen tagealten Fisch verkaufen. Wo ist dein Mann? Wieder angeln? Das sagt er, aber ich befürchte, das Einzige, was er angelt, sind noch mehr Spielschulden. Vielleicht sollte ich ihn doch rauswerfen. Ohne diesen Strolch bist du besser dran. Mein Mann sollte längst zurück sein. Der Tölpel macht mir nichts als Sorgen. Er angelt meist an der Küste von Skadabor unter den Turmruinen, oder? Das ist so dumm. Die Klippen sind so steil. Wer klug sein will, muss weit wandern. Vielleicht ist unter den Klippen von Skadabor ein guter Ort zum Angeln.
sie für mich sühnen. Händler können keinen tagealten Fisch verkaufen. Wo ist dein Mann? Wieder angeln? Das sagt er, aber... Kein Ruhm, keine Hoffnung. Nichts als Schnee, still wie eine Leiche in ihrem Grab. Steh auf, Halfdan. Ich bringe dich zurück nach Jorvik. Komm hoch, Herr. Du bist ein König. Du darfst nicht schmollen. Viele gaben Blut und Leben, um dich auf diesen Thron zu setzen. Also setz dich! Mein Bruder Ivar, starb er den guten Tod? Er starb im Kampf. Du erschlugst meinen Bruder und hast es nie gesagt. Du hast es mir verheimlicht. Es war kein Geheimnis. Oba wusste es, hat er es dir nicht. Lass mich. Nein, ich bin hier, um dich sicher nach Hause zu bringen. Also steh auf. Ich habe meinen Hammer verlegt. Ich glaube, Beonton ist damit weggerannt und... Mir geht es nicht gut, Eivor. Ich finde deinen Hammer. Und dann kommst du mit mir. Ich war auf dem Weg nach Skadaborg. Wenn du meinen Hammer findest, bring ihn mir dorthin. Hase Loki, ich beschwöre dich. Nein, ich verlange. Schicke mir einen Holmgang-Kämpfer, um meine Stärke zu prüfen. Ich warte auf deinen Kämpfer, Hase Loki. Schicke mir ins Feld, um sich mir zu stellen. Ist das der Kämpfer, den du mir für den Holmgang schickst? Was siehst du, alte Freundin? Da ist Beonton und bewacht den Hammer. Halfdan braucht seinen Hammer.
Der Leuchtturm. Halfdan erwartet mich. Dieser Hammer ist nicht dafür da, ihn zu werfen, Halfdan. Denk nächstes Mal daran. Mein Vater, Ragnar, schenkte ihn mir. Er hatte ihn einem finnischen Anführer abgenommen. Er war noch warm vom Blut, als er ihn mir gab. Ich zählte 14 Winter. Ragnar Lodbrok war ein großer König. Ein finnischer Pfeil tötete meine Mutter. Sie war eine Schildmaid. So wild wie der Wolf, der die Sonne verschlingt. Mein Vater schwor, die Männer zu töten, die sie uns genommen hatten. Und das tat er. Alleine gegen 14. Aber das war vor Jahren. Weit im Osten. Hier im Westen ist mein Vater ein Haufen Knochen in einer Schlangengrube. Und doch erzählen wir noch Geschichten von seinem Leben und seinen Taten. Wie starb mein Bruder? Mit der Hand auf seiner Axt wartete er auf die Schildmeiden der Gefallenen. Nun trinkt er an der Seite unseres Vaters und erwartet den Krieg am Ende aller Tage. Jonton, mein Guter. Komm her, Junge. Ein Hund vergibt immer. Doch er braucht dich zu Hause. So wie das Volk Nordhymbris. Tue dies noch für mich. Entzünde das Leuchtfeuer, das alle es sehen. Und lass es brennen.
Elne Benno von Dino. Non his water. Who's on your way to swear there? So then Irn and F von Biri. Where that float meant.